Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Slavia Prag gegen Borussia Dortmund. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Das Spiel beginnt. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Sie spielen es heute im gut durchgesetzt, gefährlich. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, damit konnte man rechnen. Der BVB führt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und Reus. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Den Ball hält er fest, gute Aktion. Jetzt der Ballverlust. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Gibt Einwurf jetzt. Da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Marco Reus am Ball. Und jetzt die Chance. Tor durch Alcázar! Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Paco Yes. Nico Schulz. Thorgan Hazard. Jetzt vielleicht. Er ist noch heiß. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Mit Power schließt er hier ab und dann geht der Ball auch noch in den Winkel. Ecke in die Mitte. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gibt Einwurf für den BVB. Jadon Sancho. Piszczek. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schöner Pass. Hereingabe in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Axel Witzel jetzt. Marco Reus. Reus! An die Latte. Der geht nicht. Der Ball ist noch heiß. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Piszczek. Und klasse, viel mit Auge. Super Aktion, gut geklärt.
Hazard. Paco Alcácer. Reus. Das ist noch gefährlich. Ah, klasse geklärt. Hazard. Witzel. Kommt jetzt die Flanke rein. Und Reus. Nico Schulz. Hazard. Flanke soll zu Paco Alcácer. Stark vom Torhüter. Borussia Dortmund jetzt mit dem Einwurf. Den Ball kann er abfangen. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Weigel. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Jadon Sancho. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Hauchdünn ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt. Wie schätzt du die Geschichte hier ein, Buschi? Wenn Dortmund weiter so spielt wie bisher, Wolf, dann sieht's gut aus. Aber das ist natürlich nicht einfach. Ausruhen ist nicht. Steilpass kommt von Reus. Hazard. Der Pass, stark gemacht. War's ja schon. Borussia Dortmund legt hier nochmal nach. So überlegen, wie sie bisher spielen, ist es schwer zu glauben, dass da noch was anbrennen kann. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Da kommt. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Hummels sieht nach diesem Foul gelb. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Hazard. Klasse Zuspiel. Paco Alcácer. Marco Reus. Der Abwehrspieler hat den Ball klar. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Gut durchgesetzt, gefährlich. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Ballverlust Dortmund. Schöner Pass. Er schießt. Da ist er drin, ein tolles Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Er ist heute richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Das könnte was werden jetzt. Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf.
Das ist Freistoß für Dortmund. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Weigel. Witzel. Dortmund über außen. Thorgan Hazard. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Jetzt die Ecke. Der Ball wurde weggefaustet. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das könnte die Chance werden. Ball kommt weit. Schade, da war sicher mehr drin. Weigel. Super dazwischen gegangen. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Paco am Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt der Ballverlust. Brandt. Macht er gut hier. Sehr gut hier vom Torhüter. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld wieder. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da geht er vorbei. Paco Alcácer. Jetzt vielleicht. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Super Tor, Innenpfosten und dann rein. Schauen wir nochmal drauf, auf das Tor des BVB. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für die Mitspieler hat. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, die man hier nochmal deutlich erkennen kann. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne, Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team. Und das zeigen sie heute. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Gelb gegen den BVB kann man geben, denke ich. Kann man oder muss man sogar, so sollte er da nicht hingehen. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Brandt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Nicole Stanciu. Ja, könnte was werden. Das macht er gut. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Und jetzt der Doppelwechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Nun Paco Alcácer. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Bürki. Nun Piszczek. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf.
Witzel. Hazard. Brandt. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Chance zur Flanke jetzt. Sieger ist sicher. Zweimal gehen dahin. Und damit ist der Ball weg. Jetzt dürfen Sie sich freuen. Dieser Sieg in der UEFA Champions League Vorrunde ist unter Dach und Fach. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat großen Anteil am Sieg heute, eine klasse Leistung, Doppelpack. In der Form ist er unglaublich wichtig. Und jetzt die Chance. Tor durch Alcázar! Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Steilpass kommt von Reus. Der Pass, stark gemacht. Schöner Pass. Er schießt. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Tor hier... Paco Alcázar. Jetzt vielleicht. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Super Tor. In den Pfosten und dann rein.